Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Forspoken. Schön, dass du eingeschaltet hast und wieder mit am Start bist. Wir begleiten hier Raif und Frey und ja, Frey hat sich in der letzten Folge sehr verändert. Ich glaube, ihr ist das alles etwas viel und sie tut jetzt so, als wenn ihr das eigentlich alles egal ist und so ziemlich am allerwertesten vorbeigeht. Ja, ich denke, dass es nicht so ist, aber trotzdem. Und vor allen Dingen, sie Es kann gibt sich mit auch dem echt Archiv mehr nicht. Infos zu den Toraner. Ich muss sie nur finden. Sie kann sich Hilfe halt brauche ich nicht. auch Einen echt nicht Hinweis, benehmen, ne? einen Tipp, mit dem ich weiterkomme. Man muss ehrlich sagen, sie kann sich halt auch einfach nicht benehmen. So, sie ist richtig blöd zu Ordnen gewesen und ja, kein Wunder, ne? Gib mir alles über die verdammten Toraner. Du willst also immer noch weg. Ja, ich bin unerwünscht. Orden war deutlich. Und meine Mutter war noch deutlicher, als sie. Als sie? Als sie mich aus Ethia verbannte. Ja. Denn eure Tante der Liebe ist meine heißgeliebte Scheißmutter. Die Frau, die mich durch einen Toraner warf, sobald sie die verfickte Gelegenheit hatte. Schau an. Was? Entschuldige mal. Ich erzähl dir, dass ich die Tochter einer leibhaftigen Tante bin und dir geht das am Arsch vorbei? Tja, du scherst dich einen Dreck darum, woher du stammst. Warum sollte ich das? Vielleicht hast du es nicht bemerkt, aber ich versuche, den Weltuntergang zu verhindern. Und wenn du nicht mit anpackst, dann braucht dich hier keiner. Na, wieder mal typisch. Die Leute kümmern sich um Dreck, außer natürlich, sie wollen was von dir. Kind einer Tante zu sein, ist eine Ehre, kein Fluch. Solltest du das immer noch nicht verstehen? Hier gibt es einen Haufen Bücher, die dir beibringen, was das wirklich bedeutet. Zeit zum Lesen wirst du genug haben, wenn wir alle tot sind. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ich rette keine Welt, in der ich unerwünscht bin. Da haben wir es ja. Tut mir leid, wenn du hier nach Hinweisen suchst, wie du heimkommst. All dieses Wissen starb gemeinsam mit Robian. Es gibt nur noch eine Frau auf der Welt, die dir eventuell helfen kann. Wenn du was brauchst, dann geh und frag deine Mutter. Nach Jenun geht's da lang. Oh, bitte! Tantas Segen sei mit dir. Also nach Jenun? Uns bleibt wohl nicht viel übrig. Joe hat recht. Cinta muss was über die Toraner wissen. Sie kann mich zurück nach New York schicken oder wir bringen uns gegenseitig um. So oder so, diese Horrorsaga ist vorbei. Ist das wirklich ratsam? Warum besuchen wir nicht zuerst Tanta Olas in Visoria? Stoppen wir ihren Wahnsinn und stärken uns mit ihrer Macht, ehe wir vor deine Mutter treten. Das ist keine Abstimmung. Halt den Rand. Also ich finde es absolut richtig, dass Juhedi so handelt, wie sie hier gerade handelt, beziehungsweise wie sie umgeht mit Frey. Sorry, sie hat sich anders verdient. Oh, und nimm besser das hier mit. Nae Asha, eine Halskette, die Juhedi in Ordens Auftrag als Geschenk für Frey angefertigt hat, verstärkt die Wirkung von Freys charakteristischer violetter Magie. Oh, Mann. Orden bat Juhedi, diese Halskette für Frey herzustellen, um sie zu beschützen. Sie wurde aus besonderen Materialien gefertigt, die es nur in Junon zu finden gibt, und Juhedi hat interessanterweise eine Form gewählt, die sie als Freys Stil ansieht. Das Endergebnis ist von den traditionellen Handwerkskünsten Junons inspiriert. Dies trägt auch Ordens Wunsch Rechnung, ihre Freundin zu beschützen, denn die Kette verbessert die Gesundheit ihrer Trägerin. Was ist das? Es war Ordens Idee. Sie wollte, dass du genügend Schutz hast. Wirklich? Wirklich. Und jetzt los! Oh Mann, 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 das ist echt. Das ist echt mies. Ich hoffe, sie kriegt ein schlechtes Gewissen.
Die blaue Magie ist hier auf jeden Fall stärker. Aha, das ist ja spannend. Na gut, aber wir bleiben tatsächlich erstmal bei denen, weil ich finde Sylas Magie eigentlich ziemlich nice, ehrlich gesagt. So, jetzt gucken wir nochmal, haben wir hier noch weitere Sachen zu machen. Jawohl, hier ist noch das eine Fragezeichen. Das ist die Nebenquest von den Kiddies. Dann gehen wir doch noch auf den Turm. Und nach ganz oben. Das wird ja ein langer Weg werden. Ja, aber Frey ist echt, also... Vor allen Dingen finde ich das auch sehr unreif einfach, um ehrlich zu sein. Das ist schon... Das macht... Gott, lauf doch einfach die Treppe hoch. Also es ist schon unreif, wenn man mal ganz ehrlich ist. So, jetzt kriegen wir wahrscheinlich einen Drehwurm. Ja, es ist halt wirklich unreif von ihr, ehrlich gesagt. Weil, ja, sie übertreibt halt, ne? Muss man halt mal ganz ehrlich sagen. Oh, so hoch sind wir schon. Okay. Sie reagiert unreif, sie versucht das zu verdrängen gerade. Ja, weiß ich nicht. Ist halt... Ich meine, gut, es ist passiert auch echt viel, ne? Also, hier sterben einige Leute und da tut mir Frey auch echt leid, irgendwie. Halt, dass sie das alles so... Dass sie das alles so mitmachen muss. Was für dich her? Oh, der eingesperrte... Dings. Ratsmitglied. Der Alte ist also endlich tot. Puh, was kümmert's mich? Warum hast du ihn so gehasst? Das Volk litt Not. Und er hat lediglich an seine Forschung gedacht. Robian ließ uns im Stich. Weil er einen Ausweg finden wollte. Und das hat er. Was ist daran falsch? Was helfen Übergangslösungen, wenn die Leute weiter sterben? Sie sind doch nutzlos, siehst du das nicht? Doch auch unsere eigene Tanta trifft Schuld. Sie war genauso schlimm wie er. Schlimmer sogar. Als die Verderbnis kam, wo war sie da? Sie verschwand einfach. Richtig. Sie hat uns aufgegeben. Janoon wurde von derjenigen, die die Stadt beschützen sollte, im Stich gelassen. Sieh mich nicht so an, hörst du? Ich pfeife auf dein Mitleid. Geh mir aus den Augen. Ich kann dich nicht mehr sehen. Was ein Kerl, ey. Nicht gerade ein Sonnenschein, was? Nee. Ganz schön hart, wenn die eigene Tante einen im Stich lässt. Oh, also die Stimmung ist hier gerade wirklich gar nicht gut, ey. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Stimmungstechnisch wirklich sehr schlecht. So, kriegen wir wieder einen kleinen Drehwurm hier. Tralalala, wir laufen einfach die ganze Zeit runter. Wie lange denn noch? Ah ne, hier sind wir ja schon da. Zack, hier rüber und hier runter und raus und zack und spring und ein bisschen Parkour hier, ein bisschen Parkour da. Easy. Gut. Dann machen wir uns doch mal auf den Weg nach Junon, würde ich mal sagen. Und ja, ich hoffe, Frey stimmt sich selbst noch um irgendwie, weil, wie gesagt... Oh, Mensch, bleibt doch da nicht hängen. Ja, weil, wie gesagt, wie sie sich da gerade verhält, ist halt echt nicht in Ordnung. Also... Weißt du nicht, dass man Kinder nicht anlügen soll? Entschuldige dich besser. Ich setze es auf die Liste. Die wird auch nicht kürzer. Ach Mann.
Ray, bitte. Sei doch mal artig jetzt. Da mag dich jemand. Mir egal. Auf geht's. Ray. Hallo. Hörst du jetzt mal auf, so zu sein? Sag mal. So. Nee, wir können eigentlich ja noch zum Fund Sachen lagern, ne? Dann nehmen wir uns noch ein paar Sachen mit hier. Da gehen wir mal sicherheitshalber nochmal hin. Da findet man ja immer ein paar coole Sachen. Wilder Moschus. So. Jetzt haben wir hier Junior Raps. Salbenlein und Feuerholz. Aber da haben wir schon alles. Gut, dann verlassen wir sie, Paul. Und machen uns auf den Weg. Kann ich dich denn gar nicht überzeugen, dass du zuerst Tanta Olas aufsuchst? Ich sagte nein. Dich deiner Mutter zu stellen wird schwer, Frey. Schwerer, als du dir vorstellen kannst. Du musst dich wappnen. Mit Olas Kräften könntest du... Olas ist nicht mehr mein Problem, okay? Wohin jetzt? Abgeschlossen. EP gab's dafür. Obwohl das nur so ein Zwischenspiel war. Deinen bisherigen Fortschritt speichern. Ja, sehr gerne. Wo sind wir? Hallo, Homer. Homer. Alter, ist das schön, dich zu sehen. December 24, 10 Uhr. Sieht aber gut aus. Homer liegt davor und chillt. Ist aber eine schicke Wohnung. Das neue Heft ist raus. Das kaufe ich auf dem Heimweg. Sie ist verrückt nach dem Zeug. Aber das ist schon noch ihre Bude, ne? Nur halt renoviert. Hier ist unser Schuhregal. Da hinten, das kennen wir schon alles. Woher wusste Alice am Schluss so genau, dass sie alles nur geträumt hatte? Was, wenn das Wunderland die echte Welt war? Das ist eine gute Frage. Ach, meine treuen Treter. Wie immer kann ich mich nicht an euch satt sehen. Aber schick hat es hier, Frey. Shit, war schon wieder nicht beim Sport. Was soll's, geh ich halt morgen. Hey. Hey! Wow, da hat aber jemand eine lange Nacht. Wow, danke. Nein, hab nur schlecht geschlafen. Mann, echt schräger Traum. Hey, passen Sie doch auf. Sorry, was meintest du gerade? Nee, ist egal. War nichts Wichtiges. Ich glaube, ich kann's nicht mal erklären. Alles okay? Ja. Machst du bald Mittag? Ich muss nach Hell's Kitchen zu einem Interview. Oh, cool. Wo? Sir Paul, neues Startup. Ja, der Name kommt mir bekannt vor. Ja, die suchen eine Grafikdesignerin. Haben heute angerufen. Also, Lunch? Ach, geht nicht. Sorry. Bin in einer Stunde im Ethian verabredet. Na dann. Ruf mich einfach an, okay? Okay, super. Viel Glück. Danke. Im Ethian also, ja? Hoffentlich läuft das Interview. Okay, auf geht's. Und das Startup heißt Sipol, ja? Okay. Lassen wir einfach mal so stehen, ja? Dann ziehen wir uns mal an und machen uns zum Ethian unterwegs. Machen uns auf den Weg zum Ethian. So rum.
Wer reden kann, ist klar im Vorteil, ne? 24. Dezember, 10.30 Uhr. Hey, Frey! Danke, dass du den Lichtschalter repariert hast. Nicht der Rede wert. Kein Problem. Ich bring dir später ein Stück Strudel vorbei. Ist doch das Mindeste. Ah, danke. Ich bring dir später ein Stück Strudel vorbei. Ist das jetzt so eine Einbildung, um zu sehen, wie Frey es wohl haben könnte, wenn sie beliebt wäre? Ich will einen Kaffee trinken. Na dann, mach's mal gut. Du auch. Okay, sehr, sehr witzig. Hier sind wir wieder bei den Hotdogs. Ein Knisch. Hier, stimmt's auch. Danke. Oh, Juhedi. Gestern eine Brezel. Heute einen Knisch. Du bist ein liebes Mädchen. Ist nicht der Rede wert. Okay, das ist jetzt wirklich wild. Sowas ist jetzt echt. Also ist sie wirklich am Träumen? Also ist das so ein Alice im Wunderland-Ding? Schreibt's mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ob das quasi damit spielen soll, so dieses, und nachher kommt wirklich raus, es ist nur geträumt alles? Wer weiß das schon? So, hier haben wir doch auch angefangen. 11 Uhr, genau, das kenne ich doch. Das kommt mir doch sehr bekannt vor hier. Da kriegt man ja richtig Lust auf ein leckeres Eis. Oh, unsere Freundinnen. Was führt ihr im Schilde? Huh? Oh shit, es ist Frey. Es wird höchste Zeit, dass ihr beiden euch zusammenreißt, meint ihr nicht? Wir werden keinen Ärger mehr machen. Versprochen. Scheiß drauf. Gehen wir, Chrissy. Seid vorsichtig. Echt. Kommt mir nicht wieder unters Gesicht, ey. Lauft mal schnell weg, genau. So. Sneakers are us. Frey, hey. Ich bin so froh, dich zu sehen. Hey. Ich wollte fragen, ob du Zeit für mehr Schichten hättest. Die Pflegekinder lieben dich wirklich sehr. Oh, wow. Ja, klar, sind coole Kids. Wundervoll. Du bist so ein gutes Vorbild für sie, Frey. Ich muss jetzt los. Billett und Janesh haben wieder was angestellt. Mann, echt? Hoffentlich werden sie in meine Obhut entlassen. Und dann übernimmst du den Fall? Ah, claro. Danke, Frey. Ich melde dir den Schichtplan, okay? Geht klar. Wie lustig sie die Namen alle eingearbeitet haben. Das waren ja gerade Ratsmitglieder. Ist das geil. Sehr geil, ey. Es bleibt die ganze Woche Sonne. Ich glaube, ich lasse die U-Bahn und gehe zu Fuß. Hoffe, Mom und Dad kommen pünktlich. Hä? Ja, irgendwas stimmt hier nicht, ne? Das ist ja da vorne auch schon. Irgendwas stimmt hier nicht. Und hier war doch auch der Hotdog, hier war doch auch der Hotdog-Dings. Bin ich jetzt bekloppt? Was soll das sein? Das ist ein Plakat, was flackert? Okay, da kriegt also jemand die Werbung nicht so cool hin. Ah, jetzt ist sie offen. Na, dann gehen wir mal ins Athian. Sorry, dass ich so spät bin. Hi, mein Schatz. Meine Güte, was für ein Wetter, hm? Man kann mitten im Winter draußen sitzen. Klimawandel. Liebes, heute retten wir nicht die Welt. Genießen wir doch einfach, dass wir zusammen sind. Oh, und es... Nun, du hast bald Geburtstag, also... Das hier ist für dich. Danke. Diese Treffen sind mir das Liebste. Hallo und willkommen im Athian. Der Kaffee hier ist leider nicht authentisch und voller künstlicher Süßstoffe. Hallo, Greif. Wow, das klingt ja so, als wollten sie uns loswerden. Ja, der Inhaber treibt ein falsches Spiel. Du solltest gehen. Tut mir leid. Verzeihen Sie. Hier ist nichts, wie es scheint. Wach auf, Ray, bevor es zu spät ist. Oh, Greif. Warnt uns. So was, drollig, dass so jemand hier kellnert.
Die haben wohl Personalprobleme, hm? Er kannte meinen Namen. Warte. Hier ist was faul. Das... Du. Du hast mich... Du hast mich verstoßen. Ich hatte keine Wahl. Bitte, du musst verstehen, Frey, das Opfer... Das Opfer? Ich war ein Baby. Mutterseelen allein, du hast keine Ahnung, was ich alles durchmachen musste. Ich habe kein Mitleid mit einer Mutter, die ihr Baby einfach wegwirft, als wär's Abfall. Ich bin das Opfer hier. Leider sind wir alle Opfer hier. Wir wurden einander geraubt. Ich hätte dir beigebracht, für andere da zu sein. Ist überbewertet. Ich habe was viel Wichtigeres gelernt, und zwar, dass jeder sich selbst am nächsten ist. Diese Welt ist eine Lüge. Und es gibt nur eine Frau, die eine falsche Realität erzeugen kann. So ist es doch, Olas! Hallo? Okay. Schluss mit dem Bullshit. Lass mich hier raus! Du weißt, das kann ich nicht. Das ist deine Welt, also sag ich's nochmal. Schluss mit dem Bullshit und lass mich verdammt nochmal hier raus! Ich werde ganz bestimmt nicht so enden wie meine Schwester. Frey! Endlich! Wo zum Teufel warst du denn? Erklär ich dir später. Erst müssen wir dem Albtraum dieser Wahnsinnigen entkommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist sie weg? Nein. Wie geil das aussieht. Oh mein Gott, aufwachen. Wir können sie nur nicht sehen. Sei vorsichtig, Frey. Okay. Was für ein... Schnell raus aus dieser Shitshow. Was für ein Auftritt auch von dieser Tanta gerade. Fuck. Origi-Lampen. Diese Lampen beschwören Gegner in Phantomgestalt. Sie hören erst damit auf, wenn du sie zerstörst. Dafür werden dann auch die erzeugten Illusionen vernichtet. Was ist mit der Lampe? Sie ist nicht aus meinem New York. Ungewöhnliche Objekte sind wahrscheinlich Hinweise darauf, was hinter der Illusion steckt. Ah! Nicht schlecht! Und weiter, let's go. Die Barriere wurde zerstört, es kann weitergehen. Als das Ding kaputt war. Sie muss Olas Illusionskräfte irgendwie verstärkt haben. Okay, wo ist hier der Ausgang? Ich will nur raus aus der Illusion. Leider ist die Sache nicht ganz so einfach. Dies ist Olas Welt. Wir haben keine Wahl, als nach ihren Regeln zu spielen. Bleib einfach in Bewegung. Wir finden schon einen Ausweg. Wie krass. Jetzt ist hier auch eine ganz andere Karte. Oh mein Gott, ist das fett gemacht, ey. Oh, Alter. Tanta Olas ist ja der Wahnsinn. Das gibt's ja gar nicht. Okay. Janesh vom Hass zerfressen. Obwohl er wie Robian aus Junon stammt, ließ ihn der Tod seines Landsmannes kalt. Sein Hass auf den Kognoszenten rührt wohl davon her, dass er glaubt, Robian habe Junon im Stich gelassen, um seiner Forschung nachzugehen. Einen ähnlichen Vorwurf macht er auch Cinta, die ihm zufolge unauffindbar war, als Junon der Verderbnis anheimfiel. Auch wenn seither viel Zeit vergangen ist, sind seine Wut und seine Verzweiflung stärker denn je. Maya, Verteidigerin der Underdogs, eine Sozialarbeiterin aus New York. Sie widmet sich voll und ganz der Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Waisen und andere Kinder, die es nicht so einfach haben, die dringend benötigte Fürsorge erhalten. Sie ist Freys derzeitige Chefin und hat das große Potenzial ihrer jungen Assistentin erkannt. Wenn sie nicht gerade ihrem Arbeitsalltag nachgeht, hält sie sich häufig im Gericht auf, um ihren Schützlingen aus der Bredouille zu helfen. Und ihr selbstloser Einsatz für Menschen, die von anderen längst aufgegeben wurden, ist eine Inspiration für Frey. Aber ist das jetzt die Wahrheit? Orden, beste Freundin, Freys beste Freundin in New York. Früher verdiente sie ihre Brötchen mit einem öden Bürojob, doch dann beschloss sie zu kündigen und stattdessen ihren Traum zu verfolgen, als Designerin zu arbeiten. Frey lernte sie am College kennen, wo die beiden denselben Kurs besuchten, obwohl sie Frey einige Semester voraus hatte. Sie ist eine extrovertierte Person, die ihren Gefühlen freien Lauf lässt, eine Eigenschaft, für die Frey sie gern tadelt. Robian, Inhaber von The Athean, der Manager des Cafés The Athean in New York.
Auch wenn er große Probleme hat, gutes Personal zu finden, kommt er irgendwie über die Runden. Sein neuester Mitarbeiter, ein Kellner, der ständig seine Anweisungen missachtet, ist besonders schwierig. Zinta, eine seiner treuesten Stammkundinnen, frequentiert das Etablissement schon lange, bevor es so angesagt war wie heute. Johe, die ein erfüllter Pakt. Eine ehemalige Schmiedin, die auf Ordens Bitte hin ein letztes Mal zu ihrem Werkzeug griff. Ordens aufrichtige Sorge für ihre Freundin erinnerte Johedi an das Versprechen, das sie und Syla einander vor langer Zeit gaben. Sie hat nun erkannt, dass Frey der Schlüssel zur Erfüllung des Schwurs ist, den sie einst leistete, für Ethia zu kämpfen, was auch geschehen mochte. Sie würde es nie zugeben, aber es besteht kein Zweifel, dass dies der Grund ist, dass sie nach all den Jahren wieder den Hammer schwang. Johedi vom Schicksal gebeutelt. Eine Obdachlose, die oft in der Nähe von Freys Apartment in New York angetroffen werden kann. Sie war früher Bibliothekarin, aber wurde entlassen, als ihr Chef entdeckte, dass sie ständig nur schmökerte, anstatt zu arbeiten, und seitdem lebt sie auf der Straße. Johedi lebt nichts mehr, als mit Fremden, die ihr etwas zu essen anbieten, über ihre Lieblingsbücher zu plaudern. Frey kennt sie zwar noch nicht lange, aber da die beiden denselben Geschmack haben, was Literatur angeht, hatten sie schon die ein oder andere nette Unterhaltung. Cynthia Holland, Freys Mutter in New York. In Olas alternativer Realität wurde Cynthia zur Witwe, als ihre Tochter noch klein war, also zog sie Frey allein groß. Sie versucht, Frey so oft wie möglich zu sehen, und ihr fällt es schwer zu akzeptieren, dass ihr kleines Mädchen nun erwachsen ist. Sie ist mit dem Inhaber des Cafés The Ethian befreundet, wo ihrer Meinung nach der beste Kaffee überhaupt serviert wird. Aha. Spannend, ey. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben die Origi-Lampe, eine Erfindung von Tanta Olas, mit der sie ihre Illusionen in die Welt projiziert. Seit dem Erscheinen des Bruchs speichert die Lampe die Erinnerung von Bruchbestien, gebrochenen Lebewesen und anderen Monstrositäten und kann diese nach Belieben herbeirufen, um sie gegen nahende Feinde ins Gefecht zu schicken. Diese Verteidigungsmaßnahme ist vielerorts in Visoria zu finden. Phantom-Zombie, ein Bruchzombie, der von einer Phantomlampe erzeugt wurde. Sein Erscheinungsbild und sein Verhalten sind identisch mit denen des Originals, aber da dieses Wesen ausschließlich zu Verteidigungszwecken erschaffen wurde, ist es ein wenig stärker. Na toll. Und hier haben wir noch ein bisschen was zur Welt. Phantomlampen. Diese lampenartigen Apparate leuchten aufgrund der hochkonzentrierten Macht, mit denen Olas sie aufgeladen hat. Ihre einzigartige Konstruktion erlaubt es ihnen, diese Macht zu verstärken und Illusionen zu erschaffen, die von der Realität nicht zu unterscheiden sind. Nicht nur statische Objekte, sondern animierte, atmende Lebewesen werden genug dieser Lampen in Kombination miteinander eingesetzt, so sind sie imstande, ganze Halluzinationswelten zu erschaffen. Fantasiewelten, in denen ahnungslose Besucher sich völlig verlieren können. Das falsche New York. Eine kunstvoll erdachte Nachbildung von New York, die von Tanta Olas in der Absicht erschaffen wurde, Frey für immer darin gefangen zu halten. Olas nutzte Freys Hoffnung, Wünsche und Träume auf so effektive Art und Weise aus, dass sie wohl dort geblieben wäre, hätte Reif nicht unermüdlich versucht, sie zu Verstand zu bringen. Ja, zum Glück haben wir Reif, aber wie gesagt, verfolgt er noch eigene Ziele? Ich gehe fast von aus, leider. Okay, weiter geht's. Da ist wieder eine Lampe. Oh, da kommen auch wieder ein paar Zombies raus. Hallo. Die sind aber sehr stark. So, das haben wir auch. Die Barriere wurde zerstört, es kann weitergehen. Frey, schau, die Barriere ist weg. Die war bestimmt mit der Lampe verdrahtet. Dann geht's das Haus hoch, wa? Okay, wir können hier auch Parcours machen, also. So. Das war Olas Werk. Du bist in ihrer Scheinwelt gefangen. Ich wollte zu dir durchdringen, konnte dich aber nicht direkt erreichen. Dann waren all die komischen Botschaften wirklich von dir.
Du hast das gut gemacht, Ralf. Du hast das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Wirklich. Hier haben wir noch einen Archiveintrag bekommen. Ralf, Freys rechte Hand. Der loyale Begleiter, der Frey half, aus Olas Illusion auszubrechen. Er bahnte sich einen Weg in die Welt, die die tückische Tanta erschaffen hatte, um seine Mitstreiterin aus der seligen Unwissenheit des Vergessens zu befreien. Dass ihm dies gelang, zeugt nicht nur von seinen eigenen Fähigkeiten, sondern auch von der tiefen Bindung, die die beiden mittlerweile eint. Tja, der gute alte Ralf. Und ich würde sagen, wir beenden dann an dieser Stelle auch die Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wie krass ist Tanta Olas, bitte. Das sieht einfach unglaublich super aus. Also ich freue mich hier in diesem Fake New York weiterzuspielen. Es ist einfach Inception. Schaut euch das doch mal an. Da ist eine Straße, die so Hammer. Wirklich hammermäßig. Es ist absolut Inception. Wahnsinn. Gut, ich freue mich dann, dich beim nächsten Mal wiederzusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Gin Tonics. Ciao.